Oh, da menina cara já o andar curumim ainda no Wir sind hier mitten im Ibirapuera-Park, der größte Park in der Stadt São Paulo im Zentrum. Der ist in den späten 40er, 50er Jahren angelegt worden. Niemeyer und Roberto Bulle Marx haben daran zusammengearbeitet. Wir sind hier im Pavillon, der heute der Biennale-Pavillon ist, aber der ursprünglich in den frühen 50er Jahren als eine große Messehalle gebaut wurde, dann aber schon 57 für die vierte São Paulo Biennale zum ersten Mal benutzt wird. Es ist ein Park, der in einer, glaube ich, in São Paulo sonst ungekannten Form von der Bevölkerung benutzt wird, der verschiedene kulturelle Institutionen beherbergt, Museen, ein Planetarium, Sportanlagen oder gärtnerische Anlagen, wo man sich erholen kann. The São Paulo Biennial took place for the first time at the beginning of the 50s. It's one of the oldest biennials. Its main characteristic is the incredible participation of the public. This year, the theme is uncertainty, the uncertainty that reigns in the world and is seen as something very negative. The exhibit's curator, Jochen Volz, wanted to show that you can work with uncertainty in a positive way and that art has long been inspired by it. Thema der Biennale ist Incerteza Viva, was man vielleicht übersetzen könnte mit lebendige Ungewissheit oder hochlebt die Ungewissheit. Und es ging uns darum, über ökologische Fragen zu sprechen, um über verschiedene Veränderungen in sozialen Strukturen zu sprechen, aber auch um das Verlorengehen von Biovielfalt und kultureller Vielfalt durch Monokulturen in Brasilien besonders. Und verschiedene andere Themen anzuzeigen, in denen man Ungewissheit empfindet. Wir dachten, dass es wichtig ist, mitten in einer Stadt wie São Paulo mit 22 Millionen Einwohnern, dass man darüber spricht. Was wir versucht haben, ist es nicht in eine düstere Stimmung umzusetzen, sondern wir haben uns alle sehr viel darüber unterhalten mit allen Künstlerinnen und Künstlern, dass wir eigentlich gemeinsam denken, dass vielleicht in der Kunst die Möglichkeit ist, so ein bisschen die Angst der Ungewissheit oder die Ungewissheit von der Angst zu trennen. Und vielleicht zu lernen, wie Künstler schon immer an der Ungewissheit, an der Improvisation, an dem Zufall gearbeitet haben und daraus kreative Potenziale gewonnen haben. Bom, esse trabalho que eu fiz para a Bienal chama-se Dois Pesos e Duas Medidas. São duas torres, uma feita com materiais da construção civil urbana e o outro é feito com materiais usados geralmente por povos indígenas brasileiros. São duas torres do mesmo tamanho, então a gente consegue entender que se tratam de pesos diferentes de fato, né? A gente sabe, por experiência, que
a torre feita com material da construção civil é muito mais pesada do que a outra. É, na realidade, ela pesa mais ou menos 3 vezes mais do que a torre com os materiais vegetais, madeira. Mas se a medida a qual eu estou me referindo não é uma medida física, então a gente começa a se perguntar que medidas então seriam essas. E essa medida diz tanto a respeito dos métodos construtivos usados por uma e outra cultura, quanto também as formas como essas culturas são valorizadas, como elas são tratadas perante a justiça, perante a política, a economia, etc. E uma outra coisa que eu considero importante é que eu optei por fazer torres em ângulo reto para criar mesmo um recorte em relação à arquitetura da Bienal. Estou desafiando várias histórias aqui com o trabalho que eu estou fazendo, principalmente de dar voz ao outro. O outro que sou eu mesmo, o artista popular, o artista brasileiro e também de outros países, né, que tem objetos aqui. E que essas pessoas que fazem uma coisa despretensiosa de não ser, estar na museologia, nas galerias, etc. e tal. Então, me interesso muito por isso, por uma coisa verdadeira mesmo, né? Que tenha ser da pessoa em sua totalidade. E a arte contemporânea, ela tem os seus perigos, e seria um longo papo, né? E eu boto um aviso aqui, um adesivo que fica na entrada da Oca, e que diz assim: isso tudo não é arte. Na história, eu sou um artista meio marginal. Não vendo o meu trabalho, desde os anos 80. E aí eu fico viajando pelo Brasil e nunca viajei para o exterior. A minha história é aqui, sentir a universalidade dentro desse país que eu amo profundamente. Chamei esse ciclo de conversas de encontros, de conversas para adiar o fim do mundo. Então, acontecerá aqui no centro da Oca, com esses tamboretes sentados, as pessoas sentadas no chão, essas conversas com xamãs, com poetas, com artistas, até bem conhecidos da área de artes visuais, música, teatro, né? De várias manifestações, para conversar sobre várias coisas com o público, rituais e bem pessoas budistas, do candomblé, da umbanda e de várias manifestações culturais e espirituais. Então é isso, eu queria abrir essa casa, essa Oca, para que as pessoas se manifestassem, dialogassem. Wir leben ja. It's been confirmed only recently that today we are living in the Anthropocene era. For the first time, the influence of human beings on the environment is decisive. What brings us to this critical point is extinction, which an artist like Gustav Metzger speaks about. What should be done to wake people up? Because bringing up climate change or Anthropocene doesn't really have much effect.
Speaking about the danger of extinction, as Metzger says, may wake up humanity. These are the essential concepts, ideas of this biennial. The oldest participant is Franz Kraschberg, a pioneer in ecology. As a young artist in the 40s and 50s, it was already clear to him that the Amazon forest was being destroyed, settling in Brazil in the middle of nature, and getting more and more furious, he took a stand against this destruction. His entire art can be seen as a form of protest. Franz Kraschberg, today more than 90 years old, is the first artist that we'll meet here. We arrive in Sao Paulo, walk into the biennial, and Kraschberg says welcome to us with this reminder, this warning against extinction. Franz Kraschberg has played a wichtige Rolle in der 32. Biennale. Er ist jemand, der schon immer, also seit den Mitte der 60er Jahren, nicht nur als Künstler sehr aktiv war, sondern auch als Umweltaktivist. Jemand, der in seiner Arbeit Umweltzerstörung immer inkorporiert hat. Und was wir zeigen, ist eine Reihe von großen Arbeiten, Skulpturen, die alle Bäume sind, die er in Waldbränden rausgenommen hat und die hier sozusagen als ein großer Kraschbergwald gezeigt werden. Die Sao Paulo Biennale hat verglichen mit anderen Biennalen was ganz Besonderes. Und die Bevölkerung, die den Park benutzt, ist auch das Hauptpublikum für die Biennale. Das heißt, in dem Fall ist es, würde ich sagen, ist es ein Publikum, was nicht unbedingt dominiert ist von getrainierten und sehr erfahrenen Museumsbesuchern oder Biennale-Besuchern, sondern eigentlich vielmehr ein Publikum, was vielleicht in der Biennale zum ersten Mal direkten Kontakt mit zeitgenössischer Kunst hat. Und in dem Sinne, denke ich, ist es eigentlich eine ziemlich schöne Herausforderung für uns als Kuratoren, aber auch für alle Künstlerinnen und Künstler, sich darauf einzulassen und Ideen vorzuschlagen, die auch verständlich sind für ein breites Publikum. Die Arbeit heißt Times Wire, die ist von 2010 und ist jetzt hier wieder neu aufgelegt worden. Diese Arbeit besteht aus elektrischen Kabeln, die in Modulen gestrickt sind und als Wandarbeit aufgehängt werden. Hinter mir sehen Sie direkt die Fontänen und die werden durch die Kabel, durch dieses Kabelbild gezündet. Und geplant ist ein schwarzes Loch, was auch ein weißes werden kann. Und ich kann nur sagen, wie ich es mir vorstelle, da es tatsächlich jedes Mal auch der Zufall eine Rolle spielt, wie das nachher aussieht. Ist eigentlich auch ein wesentlicher Punkt in meiner Arbeit, dass ich die Grenze zwischen Konstruktion und Dekonstruktion ausloten will. Also wo startet Konstruktion, wo beginnt Dekonstruktion oder andersherum. Diese Arbeit mit den vier Metallreliefs, die habe ich extra jetzt für diese Biennale entwickelt. Auch hier wird wieder Feuerwerk stattfinden. Hinter den geometrischen Figuren ist das Feuerwerk versteckt und wird zur Eröffnung gezündet am 6. September. Und es ist eigentlich mehr ein Akt, ein malerischer Akt in diesem Fall. Und das Feuerwerk wird im Gegensatz zu dem Feuerwerk auf der anderen Seite sehr viel stärker und heftiger. Ursprünglich komme ich aus der Zeichnung und die Arbeit mit Feuerwerk hat sich entwickelt aus einer ganzen Serie Zeichnungen, die mit futuristischen Architekturen zu tun hatte, die sehr stark aussahen wie Feuerwerk. Und nachdem mir das klar wurde, habe ich mir Feuerwerke angeguckt und habe beschlossen, eine Ausbildung als Pyrotechnikerin zu machen und mit dem Material zu arbeiten, zu zeichnen oder zu malen.
Quando recebi o convite da Bienal, eu vim fazer uma visita que o prédio estava vazio. E esse prédio, que é do Niemeyer, eu não tinha tido a oportunidade de ver ele como ele é vazio. E eu estava com uma certa expectativa de ver o que, que eu ia sentir ao ter, né, essa relação. E aí a sensação que eu tive é que é como se essa é uma obra tão assim, bonita e é tão poderosa que parecia que não precisava ter nada nela. Parecia que eu não iria contribuir com nada assim que eu fizesse. Quando eu comecei a pensar trabalhos para cá, para dentro, inevitavelmente ficava sempre vindo na minha mente as colunas, que ficaram muito... Eu fiquei com essa imagem sempre fixa, assim. E eu resolvi fazer alguns desenhos. Desenhar alguns espaços do prédio e alguns objetos meus, como algumas formas que se encaixariam ali. E aí isso me lembrou, me trouxe uma imagem que era de uma trama de fitas ao redor dessa coluna, como numa dança de pau de fitas, que é uma dança do folclore que tem aqui no Brasil. Então a ideia era unir essas três colunas de uma forma. Para unir essas três colunas de uma forma, eu imaginei que essa trama viria de cima para baixo, e aí eu teria uma unidade. A partir daí que o sentido começou a se fazer na minha cabeça. Eu imaginei que esse seria um eixo de energia, quase como um eixo da nossa própria coluna, que se a gente fizer alguns exercícios, a gente alinha ela e deixa ela ereta e deixa ela na maior potência de fluxo de energia possível. E a minha ideia, então, já que pessoas iriam tramar esse material, que agora eu sei que é um plástico, elas iriam tramar fazendo uma vocalização para que essa energia pudesse se expandir. La idea del trabajo, vengarme de mi proceso escolar. Creo que me acabo de dar cuenta de eso hace poquito. En la escuela nunca pude ver mi cuerpo. Siempre veía una mesa, no podía ver mis piernas. De hecho, toda la parte de atrás de mi cuerpo no era conocida para mí. Y en ese proceso de venganza, creo que no lo quería llevar sola. Pensé que era mejor compartirlo con más personas. Es un espacio para tanto para estar solo, como estoy yo ahorita, como para encontrarse con otros en situaciones que tienen algo de familiar, porque es primario el contacto que uno tiene con este espacio, con los pies, con las manos, con la espalda, como niño. Pero a la vez es extraño, es familiar y es extraño a la vez. Creo que lo que más me quedó como huella es que el piso, el suelo, esa tierra, no es nunca horizontal, siempre es inclinada. Y el cuerpo tiene que responder todo el tiempo a esa inclinación.
Es gibt ganz unterschiedliche Formen, wie das Publikum sich auf Arbeiten einlassen kann oder mit Arbeiten in Kontakt treten kann. Es gibt eine Arbeit von der Ku Jong Ah, so eine südkoreanische Künstlerin, die draußen im Park eine große Skulptur installiert, eine von ihr entworfene Skateboard-Rampe. Die Arbeit heißt Arrogation und ich glaube, dass die Ku in einer sehr interessanten Form versucht, diesen Zwischenbereich zu erobern, zwischen der Skulptur, die auf der einen Seite eben klarer nicht eine Turnpipe ist oder von Skatern entworfen, sondern offensichtlich ein Kunstobjekt, auf der anderen Seite aber benutzt werden kann, als wäre es eigentlich eine Arbeit nur für die Skater gemacht. Und das ist sehr interessant, weil wir mitten im Park sind, ein großer Bereich ist überdacht, eine große Markise, die Oskar Niemeyer in den 50er Jahren entworfen hat und die sich zum Mekka der brasilianischen oder südamerikanischen Skater-Szene entwickelt hat in den letzten Jahren. Und dementsprechend ist es so eine Arbeit, die eigentlich einen sehr direkten Kontakt mit einer ganz spezifischen Gruppe der Parkbenutzer. I think this biennial brilliantly demonstrates the words of Édouard Glissant, to me, the greatest theoretician of the 21st century. The homogenizing forces of globalization lead not only to the destruction of the environment, but also to the loss of some cultural phenomena. This is why we need globality, according to Édouard Glissant. We need solidarity and dialogue among people. We should use global technology to engage in dialogue. A dialogue that does not eliminate differences. Globality doesn't mean globalization. Globality is a global dialogue that generates differences because it listens to and learns from the local context.